gefahren. Ich bin aus Scham da nicht heimgegangen, weil das, wenn hier draußen das verboten wird, kann man nicht mehr da drin eine OB verabschieden. Und wen schützt ihr denn da? Den Aufriss macht ihr. Den Aufriss machen wir. Den schützt ihr denn? Das Gitter heißt, dass man da nicht frisch war. Nein, so ein Gitter ist doch einfach ein Gitter, aber das hat doch nichts mit Grundrechten zu tun. Nein, das interessiert mich einen falschen Scheißdreck, das Gitter. Ich bin ein freier Bürger und wollte eigentlich zu meinem Arbeitsplatz hier in Frankfurt der Römer. Wenn jemand protestiert, dann wird ein fast Demo-Recht ausgehebelt. Komm, ihr habt doch. Da hier in Römer gewählt worden, will jetzt in Römer rein und kann nicht rein, weil da ein Gitter steht. Warum steht da ein Gitter? Weil es schwarz-grün scheinbar nicht gefällt, wenn Leute hier Protest ausüben. Das ist unsäglich, unmöglich einfach. Wird das Konsequenzen haben für Sie in der stadtverordneten Versammlung? Das hat schon für mich die ganze Zeit Konsequenzen, dass ich immer energischer dagegen protestiere, dass das Demonstrationsrecht, was ein Grundrecht ist, nicht nach Gutsherrenart vom schwarz-grünen Magistrat ausgeübt werden darf. Was heute genau wieder der Fall ist. Ganz genau. Und es tut mir leid. Ich kenne die Petra Roth seit 30 Jahren. Ich wäre gern auch als ihre politische Gegnerin zu ihrem Abschied gegangen. Aber nachdem jetzt hier wiederum es sich zeigt, dass es kein Ausnahmefehler war mit Occupy, sondern dass hier wiederum das Demonstrationsrecht derartig eingeschränkt wird nach Gutsherrenart vom schwarz-grünen Magistrat, dann kann man einfach dann auch nicht mal in die Paulskirche gehen. Nicht in die Paulskirche, dem Hort von Demokratie und Freiheit. Ja. Vielen Dank. Bitte. Zahnstein auch? Nein, Zahnstein haben wir nicht, aber wir haben Knallteufel und Pyros, gefährlich. Wollen Sie vielleicht einen Stein, damit Sie zurückschmeißen können? Ein Stein, Riesensteine, runde Steine, Spitzensteine. Noch jemand Steine, noch jemand ohne Stein?
Zeig mal her den Bauchladen. Ein schönes Stein. Pyros. Pyros. Super. Ja, alles für den schwarzen Block. Wir haben alles heute. Runde Steine, Kieselsteine, spitze Steine. Während dieser Tage wurden aus Innenreihen Straftaten nach § 240 Nötigung, § 239 Freiheitsberaubung, nach § 208 beziffert haben und natürlich auch die durchzuführen. Wenn der Frankfurter Magistrat feiert, wenn die Kanzlerin kommt und ruft.